Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen im Jahre 2012 hier zur ersten Sendung von Sport in Schwerin. Und wir beginnen das Jahr, wie wir das alte aufgehört haben, nämlich in der Arena am Lambrechtsgrund. Der Schweriner SC schlägt auf hier in der Bundesliga gegen die Wengercom Volleys aus Sinsheim. Vom Prinzip her eine Pflichtaufgabe für den Schweriner Sportclub. Drittletzter ist Sinsheim. Die erste Pflichtaufgabe in diesem Jahr, die hat der Schweriner SC bereits gelöst. 3-0 gewann man gegen Bayer Leverkusen. Hier nun Step Nummer 2 und der dritte kommt dann demnächst gleich gegen den VCU Volley. Aber erstmal schauen wir uns an, Schweriner SC gegen Sinsheim. Ja, dann mal herzlich willkommen vom Kommentatorenplatz zum Spiel des Schweriner Sportclubs gegen die Volleys aus Sinsheim. Und die erste Überraschung am heutigen Tag ist die Spielkleidung, denn der Schweriner SC nicht im gewohnten Blau, sondern in Schwarz. Jetzt muss es dann noch offizielle Bälle geben. Abgesegnet vom Schiedsrichter. Und der Ball abgesegnet und mit diesem Ball soll es dann jetzt losgehen. Wir beginnen das Spiel mit Katharina Staus und der ersten Angabe für dieses Spiel. Gute Blockarbeit von Hanke und Auffeld und das 1-0 für den 1-0 für die Gäste. Und Staus darf erneut. Gut, haben wir ein Problem bei der Annahme, 0-2.
Und der erste Punkt für den Schweriner Sportclub durch Mira Topic. Die erste Angabe jetzt durch Berit Kaufeld. Der geht ins Netz. 1-3. Und Top Edge macht den Punkt gegen Staus. 2-3. Und jetzt die Nummer 10 der Schweriner Sportclubs, Denise Hanke. Es gibt noch ein Problem. Mit einer Spielerin aus Sinsheim. Luis Mauersberger wird damit zugeholt. Gibt es da Probleme mit der Aufstellung? Ich bin mir nicht ganz schlüssig. Wo das Problem ist, sie schauen immer wieder aufs Spielfeld. Spielerin nicht auf der richtigen Position. Zumindest würde ich das mal so interpretieren wollen. Es ging dabei um Katharina Staus. Gibt es immer noch Diskussionen jetzt? Im Rand haben wir es ja noch gesehen zwischen dem Sinsheimer Trainer und dem Schiedsrichter. Vielleicht können wir später aufklären, was da los war. Aber jetzt sehen wir erstmal die Angabe von Denise Hanke. Da gab es einen Pfiff und den Punkt für Sinsheim. Und sauber gespielt. Katrin Neumeier. Der Block von Tormann im Aus. 2-5. Luisa Mauersberger kommt nun zur Angabe. Da ins Bild gesprungen. Tobit scheitert am Block. Und Hanke kriegt den Ball nicht gerettet. Guter Block von Götz und Staus. 2-6. Ja, wenn das nicht die erste kleine Überraschung. Die zweite kleine neben den Trikots. Hier in der Arena am Lambrechtsgrund ist. Und auch Hakuta neu im Dress des Liberos. Der war nicht sauber getroffen von aus. Und jetzt Topic. Oh, das macht sie klasse. Das war mit ganz viel Übersicht von Mira Topic. 3-6. Und darf sie selbst zur Angabe. Guter Block von Retzlaff. Und jetzt wieder Retzlaff. Gut gespielt eigentlich von Hanke. Aber deutlich besser gespielt von Sinsheim.
3:7. Tony Mahone. Eben mit dem Punkt, jetzt mit der Angabe. Und Hannah Augen aus. Mit dem Punkt für Schwerin. 4:7. Eine Variante, die sie so langsam gefunden hat im Spiel des Schweriner Sportclubs. Und der Punkt für Sinsheim am Netz. Erneute Staus. Und das ist jetzt die erste technische Auszeit. Unser Tabellendrittletzte, Sinsheim, führt beim deutschen Meister mit 8:4. Der Trainer hat vor dem Spiel gesagt, ich bin kein großer Pessimist, wenn ich sage, wir sind nicht Favorit hier beim deutschen Meister. Und dafür verkaufen sich seine Mädels bisher recht gut. Bei Sinsheim viel ausgerichtet auf das alles entscheidende Spiel gegen Potsdam am nächsten Samstag. Da geht's um alles. Lange. Haben langes Spiel in den Knochen gegen Dresden. Vier lange Sätze gespielt. Und nun Götz. Auf Position 5. Der Ball im Netz. Tormann. Antopic versucht den Ball zu retten, kriegt ihn aber nicht wieder ins Spiel. Es steht 5:9. Und der Punkt von Hanke. Ja, das Netz wackelt. Und der Punkt für Schwerin. 7:9. Hiroka kriegt den Ball nicht gerettet. 7:10. Und Berit Kaufeld mit dem Punkt. Oh, da sind sie sich sehr uneinig auf Sinsheimer Seite. Das war einer nach dem Motto, nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Berit Kaufeld. Klasse Ball von Julia Retzlaff. Und der Ausgleich für Schwerin.
Keine Chance für Patricia Thormann. Nach dem Ball von Herrn Sachse. Und die kommt jetzt auch zur Angabe. Und Thormann mit dem direkten Konter, wenn man das so möchte. 11-11. Denise Hanke. Technischer Fehler bei Staus. Nicht zum ersten Mal. Und die Führung für Schwerin, 12-11. Und der Punkt erneut für Sinsheim, der erneute Ausgleich. Mauersberger. Oh, knapp übers Netz. Guter Ball. Und sehr gut am Netz aufgepasst von Nora Götz. 1,85 große Mittelblockerin bringt Sinsheim wieder in Führung. 12-13. Und dann ist es erneut Nora Götz am Netz. 12-14. Ja, so ganz das erwartete Spiel sehen die Zuschauer hier nicht. In der Arena am Lambrechtsgrund. Aber so wirklich verunsichert scheinen sie aber auch noch nicht. Niemand ran und der Ball von Mira Topic im Aus. 12-15. Und jetzt die Chance für Sinsheim nach der ersten technischen Auszeit auch in die zweite technische Auszeit mit einer 4-Punkte-Führung zu gehen. Aber nicht mit Mira Topic. Durch den Block durchgeschlagen. 13-15. Klasse Übersicht von Patricia Thormann. Etwas, was sie sehr, sehr, sehr wertvoll macht für den Schweriner Sportclub. Volleyball Deutsch ja nur in Anführungsstrichen 1,81 groß, aber mit sehr viel Übersicht gesegnet. Wieder Thormann. Guter Block und er ist mal aus. Glück für Schwerin, das war ein sehr guter Block von Sinsheim in Form von Mahon und Götz. Aber das nächste große Plus von Patricia Thormann, die Kraft, die sie in den Schlägen unterbringt, bringt den Ball ins Aus, 15-15. Sehr gut von Staus, den Ball rüber gedrückt, nicht so kraftvoll wie sonst Hanke auf der anderen Seite und Retzlaff jetzt mit dem 16-Punkt für Schwerin und so geht Schwerin führen in die technische Auszeit. Ja, mehr ein Selbstreinigungsprozess innerhalb des Schweriner Sportclubs beobachtet.
von Janine Völker und Jule Paul auf der Tribüne. Beide ehemalige Spielerinnen des Schweriner Sportclubs. Jule Paul jetzt in Diensten von Sinsheim. Und Janine Völker, studiumsbedingt, in die zweite Liga gewechselt zum VC Parchim. Nun Mira Topic. Der Ball im Aus. Aber Netzberührung. Netzberührung auf Sinsheimer Seite, deshalb der Punkt für Schwerin. 17-15. Patricia Thormann mit dem Block. Der aber scheinbar nicht auf der richtigen Seite landet. 17-16. Mount. Ganz schwache Angabe. Ja, war jetzt nicht klar zu sagen, ob der Ball es nicht übers Netz oder nicht unters Netz geschafft hat. Und Hanna Augen aus. Geht jetzt aus dem Spiel. Dafür kommt der Lisa Thomsen zur Angabe. Retzlaff. Der Ball klar im Aus von Julia Retzlaff. 18-17. Nora Götz. Gut, Sinsheimer Block eigentlich, aber sehr gut nachgesetzt von Berit Kaufeld. Sie macht den Punkt am Netz. 19-17. Und da sind sie sich wieder uneinig auf Sinsheimer Seite. Ass von Patricia Thormann. Wieder Thormann. Der Ball im Aus. Und da war eine Schweriner Hand dran. Und so zeigen es die Schiedsrichter. 2018. Der Ball deutlich zu weit. 21-18. Der Punkt geht nach Schwerin. Mira Topic hat Glück. Der Block trifft auf Staus. Und jetzt gibt es nochmal Auszeit. Genau von den Volleys Sinsheim. Ja, sie haben das Spiel so ein bisschen weggegeben, die Sinsheimer. Hatten durchaus Möglichkeiten hier im ersten Satz. Jetzt liegen sie mit 4 hinten, kurz vor Ende, 22-18. Gegen eine Schweriner Mannschaft, die momentan nicht die Stärke zeigt, die wir in dieser Saison, die wir vor Jahreswechsel schon gesehen hatten. Ganz zu verübeln ist es ihnen nicht.
13 Spiele allein im Dezember. Das ist eine Menge Holz und da gibt es auch mal ein schlechtes Spiel. Julia Retzler. Sehr gut von Retzlaff. Der Punkt geht erneut nach Sinsheim. Da war eine Schweriner Hand dran. Und jetzt gibt es noch einen Wechsel auf Sinsheimer Seite. Jakobsova geht aus dem Spiel. Und zur Angabe kommt Katrin Neumeier. Aufwärtsball im Aus. Erneut geht der Punkt nach Sinsheim. Fehlt die Genauigkeit im Spiel. Der Zug im Spiel des Schweriner Sportclubs. Und da war eine Sinsheimerin im Netz. Und Lisa Thoben geht jetzt wieder aus dem Spiel. Dafür kommt Hanna Orgen-Ors zurück. Und Auszeit genommen. Vom Sinsheimer Trainer, würde ich sagen. Und dann sehen wir sicherlich gleich noch einen Wechsel auf Schweriner Seite. Tanja Joachim soll kommen für Berit Kaufeld. Fanclub des Schweriner SC bläst zur Attacke in den letzten Teil des ersten Satzes. 23:20 für Schwerin. Kaufeld. Torbisch gegen den Block und Ersatzball für den Schweriner Sportclub. Und jetzt gibt es den angesprochenen Wechsel. Tanja Joachim kommt zur Angabe für Berit Kaufeld und schlägt im Lauf zum Satzgewinn. Ich weiß gar nicht, ob der drin gewesen wäre. Sinsheimer neben ihn. Und Patricia Thormann macht den Satz zu. Ein bisschen durchatmen beim Schweriner Sportclub. Dann auf geht's in Satz Nummer 2. Schweriner Sportclub gegen die Volleys aus Sinsheim. Und begonnen wird der Satz mit Julia Retzler. Guter Block von Hanke und Kaufeld und das Schweriner Publikum kann sich setzen. 1:0. Und 2:0 Patricia Thormann. Wieder sehr überlegt gespielt. Ja.
Und der Punkt für Schwerin. Mira Topic, die den Block anschlägt. 3:0. Und erneut Mira Topic wieder mit Übersicht am Block vorbeigespielt und es gibt direkt die Auszeit von Sinsheim. Das sieht sehr, sehr nach einer Art Selbstheilung aus. Die Spielerinnen sprechen viel mit sich selbst. Untereinander versuchen, sie nach vorne zu peitschen, Fehler zu minimieren. Aber es geht weiter mit Julia Retzlaff. Gab es noch eine Absprache zwischen den Schiedsrichtern. Jetzt Mauersberger und Retzlaff, also die Kapitänin der Mannschaften. Wird den Mannschaften jetzt mitgeteilt. Auch den Boys wird das jetzt mitgeteilt. Nicht ganz klar. Es gibt scheinbar ein technisches Problem. Ja, die liebe Technik und ohne sie geht nichts und mit ihr geht manchmal auch nichts, wie in diesem Fall. Und für die Gelegenheit nochmal eben, konnten sie leider nicht sehen. Die Sperrinerinnen standen im Kreis, arbeiten ein wenig rum miteinander. Ein bisschen Spaß muss natürlich auch sein. Versuchen sie etwas warm zu halten. Wir haben auch mal die Gelegenheit, mal etwas abseits zu schauen. Ten Boys damit. Anja Brand und scheinbar haben sie das Problem jetzt im Griff bekommen. Schauen mit Hannah Orgen aus. Genau besprochen und jetzt geht das Spiel weiter mit Julia Retzlaff. Und der Punkt von Berit Kaufeld. 5:0.
Und der Block ebenfalls Kaufeld. 6:0. Wir sehen vielleicht im Hintergrund den Trainer von Sinsheim. Alles andere als einverstanden. Ja. Gut hingehechtet noch von Tormann. Aber der Ball im Aus. Erster Punkt für Sinsheim. 6:1. Der Kopf so war. Kaufert scheitert am Block von Quade. Und Hanke mit dem Block. 7:1. Berit Kaufeld. Ja, dann haben wir mal den Aufschrei gehört, der Schweriner Publikum geht. 8:1 technische Auszeit. Ja, mit einem viel besseren Ergebnis kann man nicht in eine technische Auszeit gehen, wie der Schweriner SC jetzt hier mit 7:1. Haben ihr Spiel deutlich gesteigert. Ja, es scheint alles so locker zu gehen jetzt für die Schweriner Mädels. Und eine davon, Berit Kaufeld, darf jetzt den Ball wieder ins Spiel bringen. Oh, ist gut am Netz. Und der Punkt von Mira Torpic. Block angeschlagen. 9:1. Und ich denke, wir können darauf warten, dass Trainer Beuys nun auch gleich der einen oder anderen Spielerin Gelegenheit gibt, Spielpraxis zu sammeln. Der Ball im Netz. 10:1. Jakobs aber mit viel Schwung. Aber das Netz hält was aus. Berit Kaufeld. Oh, es kriegt den Ball rüber, aber gute Netzarbeit von Sinsheim. Und das war mit sehr viel über sich gespielt. Und damit zu Recht der Punkt für Sinsheim. Durch Mauersberger. Torpic, der Ball im Aus. 10:3. Und Julia Retzlaff nutzt die fehlende Abstimmung in der Mitte. Der Volley Sinsheim. Denise Hanke.
Guter Block von Aas, aber unerreichbar für Akuta. 11-14. Mauersberger mit dem nächsten Ball. Zweimal guter Block von Sinsheim und jetzt Thormann mit dem Punkt. Der Ball nach außen, sicherlich jetzt die beste Variante. Mira Topic. Mauersberger wieder überlegt, guter Ball. Hanke bekommt ihn nicht mehr, 12-5. An Christine Quade. Auch der Ball zu weit. Anna Orgen aus. Die Norwegerin im Team des Schweriner Sportclubs. Boah, was für ein Ball von Berit Kaufeld. Wegen 4 Berührungen geht jetzt der Punkt an Schwerin. Sehr ungewöhnlicher Ball. Nach dem Zuspiel von Hanke war sie nicht richtig hinter Ball und er schiebt ihn so mit 3 Fingern rüber. Der Ball immer aus von aus. 14-6. Und Götz. Der Ball immer aus. Niemand dran. Punkt für Schwerin. 15-6. Patricia Thormann. Und Glück für Julia Retzler. Der Block ist eigentlich weg, aber der Ball fällt zurück auf Laksic. Und der Punkt für Schwerin. Und jetzt ist es die zweite technische Auszeit. 16-6. Während sich Sinsheim schon wieder an der Linie aufstellt, war Schmarino versammelt. Und jetzt geht's weiter. Schmarino SC gegen Sinsheim, letzter Teil von Satz Nummer 2. Und der Block von Julia Retzler. 17-6. Und Denise Hanke mit dem Block. Da wird schon getanzt auf Schweriner Seite bei den Auswechselspielerinnen. Indessen ein Wechsel, Tamima Horn kommt. Julia Kupsova, 18-6.
Wieder guter Block vom Schweriner Sportclub. Jetzt Retzlaff ohne Schwung. Die Chance für Sinsheim. Kein gutes Zuspiel. Besser von Hanke auf Kaufeld, aber der Block bei Sinsheim wohl das Beste heute. Und der Ball im Aus. Deutlich im Aus. Von Ann-Christin Quade. 19-6. Auszeit. Ja, das sah so ein bisschen aus wie, nehmt euch trinken, setzt euch hin. Satz abhaken für Sinsheim. Das war kein gutes Gelingen. Im ersten haben sie deutlich mehr mitgehalten. Das lag aber auch vor allen Dingen daran, dass der Schweriner SC nicht gut gespielt hat, kein volles Tempo gegangen ist und sich nach und nach in dieses Spiel reingezogen haben und es im zweiten Satz ganz klar und deutlich dominieren. Patricia Thormann. Der Ball im Netz. 19-7. Da tut sich schon einiges auf der Auswechselbank. Und jetzt mal der Punkt von Bernd Kaufeld. 20-7 und jetzt gibt es einen Doppelwechsel. Denise Hanke geht für Tanja Joachim. Positionsgemäß. Und auch Lisa Thomsen darf gleich kommen für Hanna Augen aus. Gutes Zuspiel von Tanja Joachim und der Punkt von Mira Topic. Julia Retzler. Nicht zu rettender Ball, Punkt für Sinsheim. 21-8. Tammy Mahon. Und Mira Doppels mit dem Punkt. Zeigt sie an, der war drin. Und jetzt gibt es noch einen Doppelwechsel. Berit Kaufeld geht aus dem Spiel für Lisa Thomsen. Und auf der anderen Seite der Sinsheimer Wechsel. Zuerst, Sakic geht raus und Rebecca Schäfer-Klaus kommt. Lisa Thomsen kommt ins Spiel für Berit Kaufeld und Hanna Augen aus. Geht aus dem Spiel für Anja Brandt. Fleißiges Durchwechseln jetzt bei Schwerin. Ah, hat doch nicht geklappt. Jetzt der Wechsel zwischen Ors und Brand. 22-8. Schau mal, wie Schwerin mit dieser neuen Aufstellung sich macht. Klasse von Julia Retzlaff. Tormann. Der Ball im Aus. ...23-8 wieder Lisa Thomsen. Tanja Joachim mit den Händen am Block. 23-9.
Rebecca Schäfer-Klaus. Der Ball vom Brand im Aus. Da passte das Timing nicht. Erneut Schäfer-Klaus. 13, die 12, Marie Frick. Deutsche Meisterin mit dem Schweriner SC im letzten Jahr. Kann ja heute nicht dabei sein. Und Top ist mit Problemen bei der Annahme nicht zu holen. 23-11. Die Französin. Jetzt im Team von Sinsheim hatte sich die Nase gebrochen. Deshalb hier. Heute mit, sie wird sicherlich geschont. Noch für das Spiel gegen Potsdam, das so wichtige für Sinsheim. Und erneut der Punkt für Sinsheim durch an Christine Quade. Ja, mit den Wechseln ist auch der Schwung aus dem Spiel des Schweriner Sportclub. Gut aufgepasst von Brand, jetzt Topic mit dem Punkt. Diese Bälle, die fast parallel zum Netz geschlagen sind. Sehr effektiv von Mira Topic. Und jetzt Satzball für den Schweriner Sportclub. Genau genommen 12 davon. Und Tanja Joachim schlägt auf zum Satzgewinn. Erster erfolgreich abgewehrt durch Luis Mauersberger. Block von Mira Topic angeschlagen. Und Mauersberger. Probleme bei der Annahme von Retzlaff. Wieder Retzlaff. Und der Punkt für den Schweriner SC. Und er bringt den zweiten Satz klar und deutlich unter Dach und Fach. 25-13. Und auf geht's in das dritte Kapitel des Spiels. So, auf geht's in das dritte Kapitel des Spiels. Schweriner Sportclub gegen die Volleys aus Sinsheim. Vielleicht das letzte. Aber wir haben es beim Schweriner SC auch schon anders erlebt. Gar nicht so lange her. Gegen Suhl 1-0. Sinsheim jetzt. Da führte man 2-0 beim VfB Suhl. Und kaum einer zweifelte an dem Sieg des Schweriner Sportclubs. Bis auf die Suhler, denn die hatten einiges dagegen. Wir hatten im vierten Satz Matchbälle ab und letztendlich gewannen sie das Spiel mit 3-2. Das war den Schwerinern, denke ich, eine Lehre. Und ohne den Sinsheimern zu nahe treten zu wollen, Suhl ist doch noch ein etwas anderes Kaliber als die Sinsheimer. Sehr guter Ball von Mira Topic. Kaufeld. Und Patricia Dormann mit Schwierigkeiten bei der Annahme. 2-2. Mahon. Anja Brandt mit einem völlig verunglückten Ball.
Frauen. Diesmal deutlich besser, 3-3. Denise Hanke. Der Ball im Netz, 3-4. Der Ball im Aus, 4-4. Ganz hochklassig ist dieses Spiel hier nicht anzusehen. Topic. Sehr gut geholt von Retzlaff. Aber der Ball im Aus. 4-5. Mauersberger. Akuta mit einer klasse Rettungstat. Und Patricia Dormann. 5-5. Anja Brand. Klasse Ball von Jörg Rettler. Nimmt den Abpraller vom Schlag von Patricia Thormann. 6-5. Anja Brandt. Der Ball immer aus, Mahon hat laut und deutlich gerufen. 6-6. Quader. Da wohnt für Schwerin. Nicht nur, weil Patricia Thormann diesen Hammer unterbringen konnte, sondern auch, weil eine Sinsheimerin im Netz war. Und Thormann jetzt mit der Angabe. 6-6. Und genauso gut aufgepasst. Und der Punkt für Sinsheim. Da war eine Schwerinerin im Netz. Nora Götz. Der Ball an der Antenne. 8-7, technische Auszeit. Gestaltet sich doch etwas freundlicher für die Sinsheimer Volleys.
Und weiter nach der technischen Auszeit. Julia Rettler. Guter Block von Hanke und Kaufeld. Julia Rettler. Und der Ball von Kaufeld im Spielfeld. 10-7. Der Ball vorbei am Spielfeld. 11-7 und Auszeit genommen von Sinsheim. Viel war es nicht, was er seinen Mädels damit gegeben hat. Kleinigkeiten. Das ist der Ball von Mira Topic. Man sieht der Körpersprache der Spielerin aber auch deutlich an, in welche Richtung es jetzt geht. Schwerin wirkt deutlich präsenter. Mit der Ausstrahlung eines Siegers. Der Ball von Thormann im Aus. Sinsheim sieht ein wenig so aus, als hätten sie das Spiel schon aufgegeben. Schon ausgestockt. Aufgesteckt, wollte ich sagen, Staus mit dem Ball. Und Mira Topic durch die Hände von Schäferkraus durch. Kaufeld. Ball deutlich im Aus. 14er. Der Ball ist weg. Kaufeld nicht annehmen, Mauersberger mit dem 9. Punkt. Mahon. Gar kein so gutes Zuspiel von Hanke, aber Toppitz macht da alles raus. 15-9.
Brand aufmerksam am Netz. Technische Auszeit. 16 zu 9. Wir schauen nochmal auf den Schweriner Sportclub. Im Hintergrund sehen Sie noch die Spielerin sich warm halten. Die Ersatzspielerin. Neben Anna Beuys, die dort steht, vermissen wir beim Schweriner Sportclub auch Crystal Estelle. Ganz schwere Magen-Darm-Grippe. Wünschen ihr von diesem Punkt aus alles Gute und eine hoffentlich baldige Genesung. Hanke. Und der Punkt geht schon vorher nach Schwerin. Wieder eine Sinsheimerin im Netz. 17-9. Und ich denke, jetzt auch in diesem Satz dürfen wir erwarten, dass es noch den einen oder anderen Wechsel auf Schweriner Seite geben wird. Hanke mit Glück. Und den Ball von Quader bekommt Retzler fast ins Gesicht. Technischer Fehler von Mira Topic. Hat sie sofort gemerkt. Ärgert sie sich. Schipper-Klaus. Und da macht sie ihren Fehler wieder gut. Mira Topic. 18-11. Klasse Rettungsstart von Julia Retzlaff. Gibt es den Applaus? Aber der Punkt geht trotzdem nach Sinsheim. An Christine Quade. Da gibt es auch Sonderapplaus vom Trainer. 18-12. Mauersberger. Die kurze Variante von Brand geht ins Netz. Ich denke trotzdem richtig, dass man das versucht, dass man das ausprobiert. Die kurze Variante über Ors hat das schon funktioniert. Letztes Jahr ein gutes Mittel. Dieses Jahr nicht so zum Einsatz gekommen. Patricia Thomas. Und Lisa Thomsen kommt jetzt Vanja Brand zur Angabe. Und der Wechsel wird scheinbar auch zurückgeben. Das deutet sich schon an. Klasse Angabe. Genau das, was den Sinsheimern heute die größten Schwierigkeiten machte. Die Bälle, die in der Mitte runterfallen. Das werden sich sicherlich auch die Potsdamer angucken. Jetzt gibt es nochmal Auszeit von Sinsheim. Das scheint der größte Schwachpunkt im Spiel zu sein. Die fehlende Abstimmung
in der Mitte, in der Schnittstelle. Da gibt man viele einfache Punkte weg. Wird das heutige Spiel sicherlich nicht entscheiden. Aber wenn man gegen Potsdam gewinnen möchte, muss man das abstellen. Thomsen. Morsberger mit dem Ball ins Netz. Und Tanja Joachim wird kommen. Und auch Wiebke Ofarber steht vor ihrem Heimdebüt in der Bundesliga. Und der Punkt von Götz. Block noch dran. 21-14 an Christine Quade. Ah, Topic geht da noch hin, das wäre wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen. So macht Quade den Punkt. 21-15. Wieder kein gutes Zuspiel von Hanke. Und der Sinsheimer Block funktioniert immer noch. 21-16. Ärgert sich Akuta, dass sie da noch rangeht. Aber ich denke, das war richtig. Denn auch vorher der Block war schon dran. Und da muss sie alles versuchen, diesen Ball zu retten. Auch wenn da ein Raum durchs Publikum geht. Und Quade mit dem Ball ins Netz. 22-17. Und jetzt kommt Tanja Joachim für Denise Hanke. Patricia Thormann. Erneutes Raunen durchs Publikum. Das war kein gutes Zuspiel von Tanja Joachim. Und jetzt gibt es Wechsel bei Sinsheim. Götz geht raus. Und für die Angabe. Jetzt noch einmal Katrin Neumeier. Ungewöhnliche Annahme von Hakuta und der Punkt von Mauersberger. Und Wiebke Hoffer soll gleich kommen für Berit Kaufeld. Probleme bei der Annahme, diesmal von Mira Topic. Jetzt die Chance. Und ich glaube, Joachim war es da im Netz. Und jetzt wird es plötzlich spannend. 22-20 und Hanke kommt zurück ins Spiel. Ja. Darf trotzdem abklatschen, Tanja Joachim, aber das war nicht ihr Abschnitt.
Und jetzt soll er Denise Hanke richten. Berit Kaufeld. Der Punkt. Das funktioniert etwas besser. Aber ich denke auch, diese Pause hat Denise Hanke durchaus gut getan. 23-20. Retzler. Zweimal guter Block. Und der Punkt von Denise Hanke. Ganz klasse. Und jetzt heißt es Matchball. Und für eben jenen darf Wiebgeorfer dann doch für Julia Retzlaff neue Heimpremiere in der Bundesliga. Wiebgeorfer schlägt auf zum Matchgewinn. Schiedsrichter zeigen an, sie war dran, sie selber sagt, sie war es nicht. Erster Matchball abgewehrt. Und Jörg Retzlaff zurück im Spiel. Staus. Akuta wieder mit Schwierigkeiten bei der Annahme. Topic. Guter Ball. Und er ist im Aus und das war's. Und damit gewinnt der Schweriner SC 13-0 gegen die Volleys aus Sinsheim. In einem nicht guten Spiel, aber unterm Strich mit dem verdienten Sieger der Heimmannschaft des Schweriner SCs. Ja, jetzt sehen wir gleich noch die Ehrungen zum Spieler des Tages. Jeder Trainer darf eine Spielerin aus der gegnerischen Mannschaft wählen. Schauen wir mal, wie die Wahl ausfällt. Schwerin könnte man, ich denke, Julia Retzlaff und Patricia Thormann vorschlagen. Auf der anderen Seite bei Sinsheim könnte ich mir Götz sehr, sehr gut vorstellen. Ah, die Einschätzung der Sinsheimer Trainer fällt etwas anders aus. Berit Kaufeld bekommt die Medaille. Zur Spielerin des Tages. Und auch die Auswahl des Trainers von Schwerin fällt etwas anders aus. Tammy Mahon bekommt da die Medaille. In der Tat auch keine schlechte Wahl. So, mit diesen Bildern verabschieden wir uns von Ihnen. Wir danken uns fürs Zugucken und wir hoffen, wir sehen uns wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin.